Hey ho Leute, hier ist wieder euer Soul Cruiser mit Forza 6. Wir sind mit meiner Karriere bald zu Ende. Also, was halt bald zu Ende. Mit der USA-Tour sind wir auf jeden Fall bald zu Ende. Rennen 6 von 6. Master Raceway, Laguna Seca am Start. Wir fahren wieder mit dem Audi TT RS und werden mal gucken, dass wir hier richtig schön schwarze Streifen in den Wüstenasphalt hier brennen. So. Und dann gucken wir mal, dass das hier gut läuft. Aber der komische Golf da mit seinem Xbox drauf, der ist aber nicht so hübsch. So, ja, wir starten einfach direkt wieder ins Rennen. Am Auto hat sich wieder nichts verändert. Und jetzt schauen wir mal. Oh, hinter uns fährt ein BMW. 3, 2, 1. Gib ihm! So, schön in die Mitte rein. Direkt am Musician vorbeigezogen, der einen scheiß Start hatte. Vor uns wieder Moses. Hey, oh, Musician rammt mich. Also wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, ey, du rammst ab und zu mal ein oder so, Leute, denkt dann, die Drivatare machen das auch. Und eigentlich versuche ich nur, meine Linie hier zu fahren. Die war diesmal gut da. Vor mir fliegen die Funken. Ja, und wenn die plötzlich stillstehen, dann lässt man auch mal einen drehen, oder? Ja, da steht er mit dem dummen Gesicht. Selbst schuld. Er ist voll gebremst. Weil ich halt nicht verstehe. Die sind fast durch die Kurve durch und dann siehst du plötzlich die kompletten Lampen am Brennen, dass die alle bremsen. So. Ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen, aber ich will ja, dass das Autosound laut ist. So, jetzt gleich kommen wir in den Corkscrew. Alter, er auch schon wieder. Die Kurve hätten wir viel schneller fahren können, mein Freund. Ja, ist so. Jetzt kannst du gleich in die Bremse gehen. Hier, hier darfst du bremsen, weil sonst verhauen wir das auf jeden Fall. So, Mr. Golf ist schon wieder Erster. Da war eine Pylone. Oh, ich finde die Kurve einfach der Hammer. Ich liebe das. Das wäre auch wieder was, was ich echt gerne mal selber leben würde. Und ich habe nur ein ganz großes Problem. Mit Flugangst nach Amerika kommen ist echt schwer. Ja. Ich glaube, die müssten mal, ich muss mal das A-Team rufen und die müssen mich dann wie BA erstmal, boah, ja, geil, der Staub. Müssen mich dann erstmal betäuben und dann mitnehmen. So, ich, komm schon. Da fährt der Golf. So, die zweite Runde fahre ich jetzt mal außen. Und dann fahren wir die letzte Runde gleich wieder Cockpit-Sicht. Alter, wie der... Ja, die Bodenhaftung, weil hier sehr viel Sand immer auf der Straße ist, den merkt ihr unwahrscheinlich. Im Bremsverhalten, ihr merkt richtig so, yo, jetzt bremst er und plötzlich rutscht er kurz weg. Und dann wieder nicht, so, oh, da war ein bisschen viel Sand. So. Gib Gas. So, als Mini-Thema noch so, weil da muss ich immer so ein bisschen lachen. Das Thema jedes Mal bei irgendwelchen YouTubern, wenn es heißt Product Placement und bla bla, ne? Leute, das ist kein Product Placement, nur weil man als Beispiel jetzt hier auf dem Rennwagen Rockstar sieht. Ganz einfach, wenn Rockstar zu mir ankäme und würde sagen, hey, du spielst Forza, mach mal hier, keine Ahnung, ne, Werbung, red mal von unserem Produkt und, dann würde das bei mir irgendwo stehen, dass das eine Produktplatzierung beinhaltet. Höchstwahrscheinlich würde ich dann mir richtig Mühe geben und selber den mega Skin of Doom machen. So richtig geilen Rockstar-Megawagen, dann würde auch das Nummernschild nicht von irgendeinem sein, sondern dann würde ich mir eins bauen und, dann würde ich mir richtig Mühe geben, um dann zu sagen, hier, ja, ich fahre Werbung und das ist das Auto, so ungefähr. Ne? Wenn ihr immer direkt meint, alles ist Product Placement, nur weil ihr eine Werbung irgendwo seht, dann könnt ihr ja zum Beispiel nie ein Rennspiel zeigen. Hier steht überall, hier, Pepsi 1 Million, überweisen bitte, Mazda, ne? Die Werbung ist immer da in den Rennspielen. Alles kein Product Placement. So, wir fahren wieder die Cockpit-Sicht. Wäre natürlich geil, ne? Wenn ich wirklich sagen könnte, ich mache hier Product Placement für Rockstar, aber so einfach ist das nicht. So, komm schon.
Jetzt werden wir nochmal schön eine schnelle Runde hier hinlegen. Ich hoffe, ich fliege hier nicht raus. Aber man muss sagen, ich musste nicht zurückschwulen. Ist halt eine Strecke, die ich ein bisschen öfter fahre. Die mir auch schon immer gefallen hat. Und ich meine, die gebe zwar nicht bei Regen, aber ich glaube bei Nacht. Da müssten wir halt nochmal gucken oder müsste ich selber nochmal reingucken. Viele Strecken gibt es ja leider, die nicht immer Regen und Nacht beinhalten. Ich hoffe, dass gerade Nacht auf jeder Strecke irgendwann möglich ist und dass sie dann den Nachtwechsel, Nacht-Tag-Wechsel irgendwann mal reinpatchen. Also Leute, es kann nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein, dieses Feature hier rein zu programmieren. Die Leute wollen es, die Leute finden das geil. Und ich fände es cool, wenigstens einstellen zu können, ja. Natürlich finde ich das auch gut, wenn ich jetzt sagen kann, ich fahre jetzt ein Rennen als Beispiel mit 30 Runden immer nur bei Tag. Ist auch okay. Aber warum kein Tag-Nachtwechsel, genauso wie Wetter? Wow, wieder der schöne Staub. So. In die letzte Kurve. Und wir haben ja schon beim letzten Rennen gesehen, wir haben auf jeden Fall gleich noch ein Los, was wir machen können. Und wir haben dann die USA-Tour bestanden und absolviert. Und da sind wir angekommen. Neues Abzeichen, Linienperfektion, Bronze. Ja, wir haben... Und Staffelmeister. Ja, wir haben die Spur gut gehalten. Credits 9-2. Wir haben ein Los erhalten. Wir wollen bitte drehen. Oh Leute, guckt euch den Jackpot an. What the fuck? Sie haben ein Modpaket gewonnen. Oh. Okay, wir haben ein Modpaket gekriegt. Und 150.000 Credits. Tja, leider nicht den Reventon. Alter, 1,1 Millionen. Aber man kann nicht immer alles haben. So, wir überspringen. Doch, kriegen wir jetzt hier auch voll. Okay. Stimmt ja. Ja, dann drücken wir jetzt mal auf Fortsetzen und gucken mal, was sie uns jetzt anpreist, was als nächstes kommt. Gut gemacht. Sie haben die Serie abgeschlossen. Okay, die Serie ist abgeschlossen. Glückwunsch. Sie haben die Superstraßenrennenstaffel in der Geschichte des Motorsports abgeschlossen. Nachdem Sie diese wendigen, sportlichen Wagen gemeistert haben, können Sie sich nun mit den weltbesten Sportwagen-Ikonen messen. Sportikonen, okay. Ihr seht, Leute, es wird schneller, ja. Wir haben, die nächste Staffel ist schon die GT-Klasse, da freue ich mich dann auch schon. So, wir gehen jetzt mal in die Sportikonen rein. Oh, ich habe einen Preis losbekommen. Nice, Leute, nice, nice, nice. So, schauen mal. Sie haben Credits gewonnen. 20.000, oh, okay. Nehmen wir mit. So, jetzt schauen wir mal, was er mir anbietet. Er wird jetzt ja auch sagen... Mit dem Auto geht die nächste Reise los. Und das wollen wir sehen. Komm schon, Ladezeiten, da ist es. Oh, guckt euch das an. Es ist ein Sportsedan für Businessleute. Ein SUV, das viel mehr Power hat, als du brauchst für den Schulrun. Oder ein lightweight, purpose-built Track-Day-Car. Du findest es hier. Jeder Car in dieser eclektischen Gruppe repräsentiert das sehr beste von seiner Breed. Sie sind am sehr Top des Trees. Some of these are pumped-up versions of everyday cars. Ah, Mustang. Power and often bulging at the seams. Shelby. From classic 60s muscle to more modern sports cars, each car here truly represents the best driving experiences of their era. And, with the exception of the more extreme track toys, they show how far you can push a daily driver without sacrificing the comfy seats, soundproofing and room for the whole family. So, gut. Diese Rennen finden in der Nacht statt. Eine perfekte Mischung aus Anforderungen und Nervenkitzel. Die Sicht ist stark eingeschränkt und die niedrigen Temperaturen wirken sich auf die Bodenhaftung der Reifen aus. Leute, ist das nicht geil? Okay, die nächste Serie ist Nachtrennen. Wir haben vorhin darüber gesprochen und ihr hört schon sogar in der Ankündigung. Es ist kein Scheiß, wenn ich sage, dass irgendwelche Sachen... Euer Fahrverhalten stark beeinträchtigen bei Forza 6. Ihr hört jetzt bei Nacht, Straße kalt, Bodenhaftung nicht so gut. So, wir gucken mal, was wir haben. Wir haben hier die Ultimate Sport Machines, Executive Heavyweights. Da sehe ich schon, das ist ein BMW auf jeden Fall. American Muscle, nein.
Hier sind erschwingliche Autos, weil wir gucken mal kurz hier rein. Underneath the tinted shades and... Ja, ja. Ist gut jetzt. Wir wollen kurz gucken, welche Mobile hier drinstehen. Wir hätten hier den RS7, RS6, M6, Gran Turismo S Maserati, ein RS6 Avant. Wir haben hier einen geschenkten Team Forza, einen alten RS6, den Continental Bentley, BMW M5, noch ein Cadillac, den Infiniti Concepts, auch ein schickes Auto. Noch ein Infiniti Jaguar, Maserati wieder. Oh, ich würde schon echt tendieren, den Benza hier zu fahren. Der ist schon, der gefällt mir. Rolls Royce. Ich würde selber persönlich zu dem Benza hier tendieren. Wir können jetzt noch mal gucken, die Klasse 650, 648. Ist hier irgendwas über 650? 650 ist wirklich das Höchste. Ich will nicht wieder ein Audi fahren. Was würde der denn kosten? 112.000. Wir haben fast 300.000, plus wir haben noch irgendwie Geld geschenkt. Wir werden auf jeden Fall die Nachtrennen mit dem Benza hier fahren. Ja genau, erstmal auch so eine Weihnachtskarre fahren. Guck mal, ob hier ein schönes Design dabei ist. Haribo. Nice. Ja, weiß ich nicht. Da ist irgendwie gerade nichts so dabei, wo ich sage, das finde ich... 1, 2, Polizei. Erstmal einen Polizeiwagen fahren. F1 AMG Mercedes. Ich weiß nicht. Komm, wir nehmen den. Das ist unser neuer Karren. Wir machen mal freies Umsehen. Wir wollen mal kurz das Auto gucken. Oh, Leute. Ist das geil, oder was? Mit der Karre werden wir jetzt in den Nachtrennen vorlieb nehmen. Und ja, gefällt mir echt schon gut. Ich würde gerne... Kann ich mal hier... Wir kaufen den jetzt. Und dann möchte ich gerne, ich will in den Wagen einsteigen. Ich will Forza Vista machen. Ich will sehen, was unser neues Zuhause ist. Das ist Ihr 2013er Mercedes-Benz E63 AMG. Ah, danke, dass du mir nochmal bestätigst, dass es meiner ist. Wir wollen hier mal eben kurz raus. Das Rennen ist so oder so am Start. Den Wagen haben wir. Gehen mal zurück. Ich meine, ich kriege auch die ganze Zeit hier, ey, du hast Nachrichten. Da müssten nämlich Geschenke bei sein. Und zwar Kohle. 100.000 über den Forza ab. Okay, wo ist jetzt... Da. Forza Vista. So, wir gucken uns jetzt richtig schön... Ja, hier kann man auch die Felgen ändern, die Farben ändern, Informationen. Wir können hier, glaube ich, sogar mal gucken. Oh, das kann man eine Leiche drin verschwinden lassen. Was? Ja. So viel GTA gespielt. So, wir steigen mal kurz ein. Wir können aber hier auch gucken. Der hat ja hinten auch Türen. Oh, Leute, guckt euch das an. Wir steigen mal hinten ein. Wir wollen mal sehen, wie ist das Leben hier so als Mitfahrer. Was haben wir denn hier? Also, die Info über das Auto. Oh, sieht der schick aus. Läuft dann hier automatisch ab. Oh, herrlich. Richtig herrlich. Ich möchte gern raus. Lass mich bitte aussteigen. Ich möchte die Tür zumachen. Nee. Ich will nicht die Info, ich will die... Genau, die Tür zumachen. Sehr gut. Und da möchte ich... Na, oh, jetzt hat er wieder aufgemacht. Zumachen. Da möchte ich rein. Da möchte ich einsteigen. Genau, wir machen kurz die Tür zu. Das ist unser neues Reich. Okay, wir machen den mal. Wir lassen ihn mal an.
Leute. Das soll es sein. Unser nächstes Zuhause in den nächsten Rennen. Ja, Leute. Ich würde sagen, dann sehen wir uns bei den Nachtrennen wieder. Haut rein. Euer Soulcruiser. Tschüss.